Tag, hier sind Ihre Pakete. Sie können auspacken. Danke, Herr. Mal sehen, was es in meinem Karton so gibt. Oh, ein rosa Wischmopp. Ausgezeichnet. Der passt gut, um die Spinnen wegen Glamourös aus meinem Lieblingshaus zu entfernen. Was für eine riesige Spinne. Ich hoffe, ich bekomme keine grauen Haare von diesem Schrecken. Oh, oh nein. Das ist eine riesige Spinne. Bleib jetzt hier, Monster. Gleich fange ich alle Spinnen in ein Staubsaugergefängnis. Was habe ich bekommen? Oh, Gummihandschuhe. Klasse. Jetzt werden wir den Müll aus meinem zukünftigen Traumhaus entfernen. Spinnennetze, weg von hier. Perfekt. Yes! Wow, Kim. Ja, ich weiß, dass ich so umwerfend bin. Dieser rosa Teppich passt mir so gut. Aber ich brauche ihn, um das Haus zu dekorieren. Also bewachen wir uns mit einem Tacker und fangen an, das Haus mit einem herrlich weichen rosa Teppich zu bedecken. Ich liebe diese Farbe so sehr. Sie betont mein neues rosa Outfit perfekt. Und dieses Herz wird auf dem Dach des Hauses großartig aussehen. Jeder wird wissen, dass die schöne Kim hier lebt. Und jetzt müssen wir die Haare ein wenig glätten, aber nicht meine, sondern die des Hauses. Es erfordert die gleiche Aufmerksamkeit wie auch bei mir selbst, um immer hübsch zu bleiben. Mein weiches Haus ist fertig. Und was hat Kim da gemacht? Ein rosa Wollklumpen. Gleich zeige ich euch ein cooles Design des Hauses. Dafür brauche ich blaue Pringles. Ich wusste, dass ich nicht umsonst mein ganzes Leben lang Pringles gegessen habe und diese Verpackung gesammelt habe. Ich brauchte sie genau für diesen Moment. Hier passen meine blauen Lieblingsfruchtgummis perfekt. Aber das ist noch nicht alles. Oreo, ich liebe diese Kekse. Also kleben wir sie auf das Dach. Wow, sieht hier so gut aus. Und eine Flagge. Fertig. Mia, was machst du da draußen? Ich blase Ballons auf. Diese gelben Ballons passen perfekt zum Design meines Hauses. Ich muss alle aufblasen, alle Ballons, damit sie für das ganze Haus ausreichen. Und der letzte? Oh, ich bin ein bisschen müde. Ich sehe schon Sternchen in meinen Augen. Mia, wie geht's dir? Großartig. Schneller das Haus dekorieren. Okay, fangen wir von unten an und gehen bis nach oben. Diese gelben Ballons erinnern mich an lange Würstchen. Es sieht so lustig aus. Mein Haus wird so luftig und bunt sein. Hier kommt die Sonne her. Wow, eure Häuser sind so bunt. Aber was kommt als nächstes? Meine Ahnen sind so lecker. Aber ich brauche noch mehr. Wir graben ein Loch aus und legen eine Banane hinein. Perfekt. Und jetzt bewässern wir alles und warten. Wow, was für ein cooler Baum ist bei mir gewachsen. Und hier sind meine Lieblingsbananen. Okay, hier brauche ich definitiv eine Liege, auf der ich mich ausruhen kann. Wir decken den Kopf ab, damit uns die Sonne nicht trifft. Und wir trinken einen leckeren Cocktail. Toll. Wow, Bananen. Ich denke, dass es meiner Nachbarin nichts ausmacht, wenn ich ein paar esse. Oh, Mia, hallo. Sie hat mich gesehen. Ich war hier nicht. Also, ich muss mir etwas auch für mein Buch einfallen lassen. Genau. Ich habe ein Auto, aber wo kann ich es fahren? Ich baue jetzt eine riesige Rennrutsche. Wir befestigen sie hier und hier. Wow, wie cool. Hierhin kommt ein Auto und es kann losgehen. Wow, wie schnell es fährt. Coole Sache. Ich liebe Rennwagen. Hey Kim, willst du dazu kommen? Mit dir? Diese Kinderspielzeuge? Niemals. Ich habe hier was Interessanteres. Es gibt ein kleines Werkzeugset und Teile meiner Schaukel. Sie müssen nur zusammengebaut werden. Ich schaffe es jetzt ganz schnell. Fertig. Meine rosa Schaukel ist fertig. Ich kann jetzt mit meinem Einhorn spielen. Ich weiß, dass mir definitiv ein Briefkasten fehlt. Wie bekomme ich dann Briefe von Fans? Wow, ich brauche auch einen Briefkasten. Freunde aus vielen Ländern schreiben mir so oft. Ich weiß sogar, wie ich ihn bemalen kann. Wir tauchen die Blume in Farbe ein und drücken sie an den Briefkasten. Wie schön. Wow, das ist ja cool. Ich habe auch eine coole Idee. Hier ist Hippo Bob. Er wird meinen Briefkasten bewachen. Hallo an alle. Ich bin der Postbote Sam und habe euch die Post mitgebracht. Was für einen sonnigen Briefkasten haben Sie, Fräulein. Hier ist der Brief. Oh, guten Tag, Herr Dan. Ich habe auch Ihnen einen Brief mitgebracht. Ich hoffe, einen guten. Oh, es tut weh. Ich werde dir keine Post mehr bringen. Wechsel den Briefkasten. Und wer wohnt hier bei uns? Mensch, so eine Hübsche. Ich bin, Oh, ein Brief. Tut mir leid. Es war keine Absicht. Oh, es war irgendwie peinlich. Hier ist Ihr Brief.
Miss meines Universums. Oh, danke, lieber Herr. Bye-bye. Ich muss gehen, wir sehen uns in einer Woche. Irgendwie habe ich keinen Spaß mehr an Autos. Genau, ich habe ja noch nichts im Haus gemacht. Ich will schnell ein Traumzimmer. Bingo. Oh, wie leer ist es hier. Ich brauche definitiv etwas Cooles. Und ich fange an mit den Wänden. Die blaue Farbe an den Wänden wird perfekt aussehen. Gleich streichen wir alles. Wow, es hat Spaß gemacht. Was kommt weiter? Genau, ein Teppich. Weiche Puzzles werden im Raum eines echten Kerls spektakulär aussehen. Wie cool. So, und ich vermisse hier noch eine Wand mit meinen Spielsachen. Hier sind sie schon. Lass uns alles aufhängen, damit jeder weiß, dass ich cool bin und nur mit coolen Spielsachen spiele. Der blaue Mann wird hier alles beschützen. Und ich habe fast über Helgi Wege vergessen. Ein paar meiner Bilder an den Wänden. Kristalle sind auch gut. Aber damit muss man vorsichtig umgehen. Es wird hier stehen, perfekt als ein Tisch. Oh. Und ich weiß schon, was ich auf ihn hinstelle. Ein Haus für meinen Hamster. Das ist mein kleiner Hamster Pete. Er wird mit mir zusammenleben. Dieser Stuhl ist für mich und ich glaube, alles ist fertig. Toll! Und jetzt kann ich mich ausruhen und mit meinem kleinen Freund Spaß haben. Er bringt mir Glück beim Spielen. Ich habe jetzt ein richtiges Traumzimmer. Ich freue mich so sehr. Das ist unglaublich cool. Ich möchte mein Zimmer auch wieder ausstatten. Aber zuerst mache ich eine neue Maniküre. Oh, diese rosa Nägel werden alle verrückt machen. Hey, warum sind die Wände so furchtbar weiß? Das geht so nicht. Dringend, wir streichen sie dringend in rosa. Wie niedlich es jetzt aussieht. Jetzt malen wir Herzchen im ganzen Zimmer. Das sieht so süß aus. Genau wie ich. Und für dich auch ein Herzchen malen wir. Ist das ein leerer Boden? Schrecklich. Jetzt sind rosa Teppiche im Trend. Ein paar Herzchen und eine schöne Lichterkette schaden hier nicht. Ausgezeichnet. Ich schicke süße Küsschen an alle. Und was habe ich hier? Das ist eine rosa Giraffe mit super langen Armen. Wow. Mein eigenes Bild. Und dieser Tisch wird hier auch gut aussehen. Ich habe gerade keinen Platz für meine Sachen. Okay. Aber hier wird es einen süßen Tisch mit einem Spiegel sehen, damit ich jeden Tag schön sein kann. Oh, ich muss mein Make-up ein bisschen erfrischen. Ich bin umwerfend. Ich habe die weichen Haare und ein gutes Parfüm ist der Schlüsselzimmer voll. Alles Beste für mich selbst. Gut, mein Zimmer ist fertig. Es ist das Schönste von allen. Ich habe fast vergessen, euch eine weitere Schönheit in diesem Haus vorzustellen. Es ist meine Katze Martha. Sie wird hier bei mir wohnen. Ich habe sogar eine Liege für sie gefunden. Sie ist so süß. Diese weißen Wände machen mich traurig. Das muss dringend geändert werden. Aber ich habe schon eine coole Idee. Zuerst streichen wir die Wände gelb, damit alles hier bunter und positiver aussieht. Wir nehmen die Farbe und streichen die Wände mit einer Rolle. Ich liebe es, Wände zu streichen. Jetzt male ich eine Sonne. Ich schicke euch Strahlen des Glücks und Lächelns. Sehr schön. Und jetzt müssen wir alles schnell übermalen. Das perfekte Gelb. Aber ich mag es nicht auf dem Boden zu setzen. Ich muss etwas Weiches finden. Zum Beispiel Sand. Ich liebe Strandsand. Er ist so weich und warm. Wie cool. Und jetzt kleben wir Plakate an die Wände. Ich habe ein zartes Blümchen und eine coole Ente. Quatsch, quatsch. Mein Regal für jeden Schnickschnack. Ich habe fast über meinen besten Freund vergessen. Meine Plüschente. Setzt euch und wir bringen dich hierher. Hier wird ein Tisch gut aussehen und ich brauche einen kleinen Sessel. Dieser gelbe auflassbare Ring passt perfekt. Da. Es ist so cool hier, dass ich sogar Ukulele spielen will. Oh. Wie gefällt's euch? Ich werde später ein Konzert veranstalten. Für jetzt ist hier dein Platz. Die Blumen an der Decke sind perfekt. Okay. Und ein Foto von meinem Lieblingstier. Er ist so süß. Ich liebe ihn.
Übrigens, wo ist Richie selbst? Richie, komm her. Hallo, mein Freund, lass uns spielen. Du spielst doch gerne, oder? Sing mit, Richie. Du fühlst die Musik gut. Schreibt in die Kommentare, welches Haus euch am besten gefallen hat. Ich will das Rad zuerst drehen. Was für ein Glück für mich. Ich mag wirklich Würstchen. Es ist so cool, dass ich so ein Ding bekommen habe. Eine riesige Wurst, um genau zu sein. Lecker. Und jetzt kann ich schauen, welche Leckerei ich bekomme. Mann, ich wollte einen Leckerbissen, keine hässliche Kakerlake. Vielleicht ist es noch nicht zu spät, alles zu verändern. Nein, ich lasse es nicht zu. Willst du, dass ich dieses ekelhafte Zeug esse? Ich meine, es stinkt oder es krabbelt. Nein, das mache ich nicht. Ich habe schon jetzt große Angst vor ihnen. Wenn du es nicht auf die einfache Tour machen willst, wir haben ein Bestrafungsrad. Nein, ich würde lieber Kakerlaken essen. Obwohl sie überhaupt nicht zu meiner leckeren Pizza passen. Sie haben meine Hand angegriffen. Nein, dafür habe ich mich nicht angemeldet. Juli, worauf wartest du noch? Okay. Du sollst schon deine Wurst essen. Ich stimme völlig zu. Ich denke, ich mache einen Hotdog aus Pizza. Mit einem leckeren Wurstbelag. Sieh nur, wie groß und lecker sie ist. Das ist das Leckerste, was ich seit langem gegessen habe. Die Wurst ergänzt den Geschmack der Pizza perfekt. Sie ist so viel schmackhafter als normale Hotdogs. Juli, du zwingst mich, dir ein bisschen von deiner Köstlichkeit zu nehmen. Das würde ich sehr gerne tun. Was machst du da? Wer hat dir erlaubt, meine Wurst und meine Pizza anzufassen? Gib mir meinen Hotdog zurück. Schäme dich. Iss deine Kakerlaken. Ich will nicht. Es gibt so viele von ihnen. Sie wollen offensichtlich meine Pizza essen. Wow, es gibt wirklich eine ganze Reihe von ihnen. Geht raus! Lass mich wenigstens einen Bissen Pizza essen. Wow, sie haben mir kaum etwas hinterlassen. Nun, das ist sogar noch praktischer. Sie hat gerade eine Kakerlake gegessen. Was für ein Albtraum. Ich glaube, da ist etwas in meinem Mund. Raus! Haha, Milas Mund ist jetzt eine Kakerlakenreich. Kann ich dieses Mal die Erste sein? Ich frage mich, was in dieser Runde auf mich zukommen wird. Oh nein, bitte keine Würmer. Ich würde mit Kaugummi zufrieden sein. Hurra, Hubba Bubba, ich mag es. Wunderbar. Jetzt bin ich an der Reihe, das Rad zu drehen. Das ist nicht fair. Warum bekommen einige Kaugummis und andere Hühnerfüße? Sie sind ekelhaft und hässlich und widerlich. Ja, ich beneide dich nicht. Iss alles lieber schnell auf. Und worauf warte ich eigentlich noch? Jetzt ist es an der Zeit, diese Kaugummis auf die Pizza zu legen, damit sie schön und lecker wird. Sie sind hell und lang. Bingo! Die Pizza mit ihnen auf jeden Fall glänzen wird. Tada! Wie war es? Ich finde, es ist großartig. Ja, das sieht fantastisch aus. Nicht wie Hühnerfüße. Übrigens, ich habe eine tolle Idee. Mila wird den Streich mögen, den ich mir für sie ausgedacht habe. Was zum Teufel ist das? Nein, das ist zu viel. Ich wünschte, du würdest diese Pfoten auf deine Pizza legen, statt in mein Gesicht. Das wäre doch viel produktiver. Warum bin ich so bestraft? Ich könnte den Geschmack von Pizza genießen, aber ich muss an Hühnerfüßen ersticken. Wie war das? Juli, magst du es? Schmeckt die Pizza gut? Willst du mich auf den Arm nehmen? Iss deine Pizza. Okay. Das ist ein Kinderspiel. Eine schöne Pizza zu essen? Wie cool ist das denn? Ich hätte nicht gedacht, dass Kaugummi und Pizza zusammen etwas Unglaubliches ergeben würden. Es ist so gut, dass sie gar nicht mehr aufhören will. Ich glaube nicht, dass ich seit langem eine bessere Pizza gegessen habe. Es ist Zeit für eine riesige Kaugummiblase. Wow, es ist wirklich groß. Je größer die Blase, desto cooler der Boom. Was ist hier los? Wo bin ich? Ich kann wegen der Flüssigkeit nichts mehr sehen. Das ist meine Chance.
die ganzen Hühnerfüße loszuwerden. Pizza ohne sie zu essen schmeckt viel besser. Juli, denkst du, dass ich nichts gesehen habe? Du hast es nicht getan. Ich habe alles gesehen. Und für deinen Betrug wirst du dich dem Rat der Strafe drehen müssen. Oh nein, ich hoffe, ich bekomme etwas, das nicht gruselig ist. Hurra, der Regen ist sogar schön. Was wäre, wenn es Hühnerfüße regnen würde? Haha. Oh nein, ich bekomme eine Welle von diesen bösen Füßen. Juli, du siehst so lustig aus. Okay. Mal sehen, welche Leckereien mich dieses Mal erwarten. Oh ja, das nenne ich Glück. Es ist Zeit für ein paar Kaugummi-Augen. Man kann sie nicht nur essen, man kann auch damit spielen. Schau mal, Mila, ich habe Augen auf meinen Fingern. So, jetzt ist genug gelacht. Zeit, die Augen zu probieren. Wie war es? Schmecken sie gut? Sehr gut. Ich bin mir sicher, dass meine Pizza unglaublich wird. Ich wollte auch den leckeren. Oh, Oktopusse. Oh nein. Sie sind so klein und schleimig und ekelhaft. Ich kann mir nicht vorstellen, wie schrecklich meine Pizza sein würde. Stell dir vor, wie unangenehm sie sein würde. Naja, das sieht sogar schrecklich aus. Igitt. Ich beneide dich nicht. Ich hingegen bin mir sicher, dass meine Pizza mit den Kaugummi-Augen köstlich sein wird. Es sieht sogar schön aus. Wunderbar. Wie lecker. Ich kann nicht aufhören. Ich könnte auch etwas Weingummis gebrauchen. Alle würden. Ich bin neidisch auf mich selbst, weil ich so eine leckere Pizza gegessen habe. Jetzt fallen mir sogar die Augen aus dem Mund. Haha, Juli, du machst Quatsch wie immer. Ich habe einfach sehr gute Laune. Mila, warum isst du nichts? Ich habe gehofft, du vergisst mich. Ich will diese Oktopusse wirklich nicht probieren. Ich hoffe, sie kleben nicht hin an mir. Die arme Mila, es ist wirklich ekelhaft für mich, es überhaupt anzuschauen. Ja, natürlich, da sind Oktopusse. Die sind klebrig. Wie findest du das witzig? Das ist überhaupt nicht witzig. Ich zeige es dir. Ui, was war das? Wie konntest du es wagen? Jetzt ist dir klar, dass Oktopusse überhaupt nicht lustig sind. Das hättest du nicht tun sollen. Warte, ich schiebe dir gleich eine Pizza in den Mund. Die ganze. Dann wirst du die Oktopusse bestimmt nicht entkommen. Nimm es. Igitt. Was für eine Abscheulichkeit. Juli, du bist sehr grausam. Ich bin es nicht. Ich bin nur fair. Bon Appetit. Entscheiden wir uns mit Schnick, Schnack, Schnuck. Ich habe gewonnen. Oh ja, ich mag Pommesfrei sehr. Magst du Kakerlaken? Du bekommst sie unbedingt. Juli, du weißt, dass Schummeln nicht gut ist. Bringe das Rad wieder so an, wie es war. Sonst sollst du zum Rat der Strafe greifen. Also gut. Hier sind meine Pommes frei. Es gibt so viele von ihnen. Und sie riechen so lecker. Ich kann kaum erwarten, sie zu essen. Juli, du bist an der Reihe, das Rad zu drehen. Stimmt. Ich hoffe, es wird nicht auch noch lecker. Hauptsache, es schmeckt gut, es schmeckt gut. Nein, alles außer Knoblauch. Es stinkt so sehr. Seltsam, aus irgendeinem Grund gibt es keinen Knoblauch hier. Dann brauche ich nichts mehr zu essen. Schaue genauer hin. Irgendwoher kommt wirklich ein Geruch. Warum hat man dieses Zeug auf mich gehängt? Ekelhaft. Okay, zuerst muss ich den Knoblauch schälen. Ich habe sogar eine spezielle Box dafür. Zuerst soll ich alle Knoblauchzehen hineinlegen. Und in 2 Sekunden verwandelt sich der Knoblauch in geschälten Knoblauch. Fertig. Und es kann ein wirklich hübsches Muster auf einer Pizza ergeben. Wie ein Herz. Großartige Idee. Und ich werde Kartoffeln verwenden, um mein Gefühl zu teilen. Freude. Das heißt, ein süßes Smile-Gesicht zu zeichnen. Ein Smile ist viel besser als dein Herz. Naja,
Du hast es mir gerade nachgemacht. Nichts kann mehr Knoblauchherz besiegen. Jetzt musst du das Herz essen. Wie soll ich es essen? Das Herz ist so schön. Du bist immer nachlässig. Zeit für das Bestrafungsrad. Mann, ich habe überhaupt kein Glück. Ich muss nicht nur Knoblauchpizza essen, sondern auch einen Smoothie im Mixer zubereiten. Wir haben einen Mixer, du hast also großes Glück. Ich frage mich sogar, was dabei herauskommen wird. Etwas sehr Böses, denke ich. Das werden wir gleich schauen. Los! Wenn ich ausbreche, ist Mila schuldig. Und diese Art von Mischen würde mich definitiv zum Kotzen bringen. Ja, ja, das sieht wirklich eklig aus. Es ist wie ein Mülleimer in meinem Mund. Mit diesem Duft werde ich nicht lange durchhalten. Igitt, aber das bedeutet nicht, dass ich es riechen muss. Halt mich fest, ich falle runter. Oh nein, Knoblauch hat sogar Mila vernichtet. Was für ein Horror. Ich bin hier, mir geht es gut. Wow, die Pommes landeten sogar in meinem Gesicht. Das war cool. Neue Challenge. Leute, das ist die Challenge. Wir essen 24 Stunden lang Essen der gleichen Farbe. Los geht's. Fangen wir mit Martin an. Wow, das ist ein riesiger Snickers. Er ist sogar zu groß für meinen Mund. Ich kann es mit einem Maßband prüfen. So. Er wird nicht passen. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Genau. Samurai Martin ist bereit zur Arbeit. Ich werde Snickers in kleine Stücke schneiden, damit es leichter zu essen ist. Geschafft! Das war sehr cool! Jetzt kann ich leicht den ganzen Snickers essen. Ja, das ist lecker. Und das ist auch meins. Und das und das. Ich bin fertig. Nancy, jetzt bist du dran. Kein Problem. Ich habe hier blaue Tex-Chips. Ich werde gleich ein paar leckere Chips essen. Oh, es ist heiß. Aber sie schmecken so gut. Ich will noch mehr. Sehr erfrischend. Sie sind wunderschön. Oh, sehr scharf. Sogar zu scharf. Leute, ich kann mich nicht zurückhalten. Oh nein. Nancy, hör auf. Oh, warum riecht es nach verbranntem Haar? Oh nein, ich brenne. Ich werde dich retten. Oh, geschafft. Thank you. Oh nein, Nancy brennt noch. Ich weiß, was zu tun ist. Aber einen Eimer Wasser unter meinem Stuhl. Das ist eine Menge Wasser drin. Das sollte helfen. Oh ja, endlich. Das war furchtbar. Takis, so stellt sich heraus, sind gar nicht so harmlos. Ich bin ganz nass, das muss ich loswerden. Jetzt ist alles wieder gut. Vielen Dank für eure Hilfe. Jill, du bist dran. Hallöchen, mein riesiger Hubba-Bubba. Zum ersten Mal in meinem Leben sehe ich so einen großen Kaugummi. Das ist aber weit weg. Okay, sollen bald probieren. Das ist sehr lecker. Ich kann nicht aufhören. Wow, Jill, wie hast du so viel aufgegessen? Ich mag einfach Kaugummi, also kann ich ihn unendlich essen. Seid ihr bereit, die größte Blase in eurem Leben zu sehen? Jill, hör bitte auf. Das ist schon zu viel. Geplatzt. Es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass es so passiert. Ich muss den Rest meines Kaugummis abmachen. Was ist mit meiner Nase los? Ist sie rosa? Und ihr habt die schwarze und die blaue. Anscheinend ist das eine Nebenwirkung, wenn man etwas der gleichen Farbe ist. Keine Sorge, es ist nicht für immer. Da sind neue Leckereien. Martin hat einen schwarzen Burger. Nancy hat ein großes blaues Eis. Und Jill hat einen großen rosa Donut. Wer fängt an? Jill. Also, guten Appetit. Jetzt werde ich schnell diese Köstlichkeit aufessen. Ich schneide ein Stück ab. Sieht wunderbar aus. Oh ja, Leute, glaubt mir, das ist super köstlich. Ich bin so froh, dass das alles für mich ist. Nun, ich bin fertig.
Ihr könnt eure Gerichte probieren. Nun, sie darf ich? Dankeschön. Ich bin so hungrig. Ich bin im Hang und drehen mit diesem Burger fertig. Aber vorher ziehe ich meine Handschuhe an. Das glaubt nicht. Man muss sie aufblasen. Oh, tut mir leid, Jill. Ich wollte es nicht. Aber jetzt kann ich sie anziehen. Geschafft. Wie soll ich ihn lieber abbeißen? Er ist zu groß. Ich muss ihn teilen. Denkt ihr, will ich einen Kaffee trinken? Nein. In dieser Tasse mache ich kleine Burger. Jetzt probiere ich sie. Oh ja, es ist sehr lecker und sehr bequem zu essen. Ich werde mir einen Haufen kleiner Burger machen. Wunderschön. Fertig. Oh, da sind noch ein paar Stücke in meinem Gesicht. Okay, jetzt bin ich satt. Nancy, du kannst diese Runde mit deinem Eis beenden. Also, ich muss mir einen Löffel holen. Aber, ja, dieser Löffel ist zu winzig. Ich muss etwas Größeres finden. Oh, dieser ist perfekt. So, oh, es ist zu schwer. Ich falle. Oh nein, das ganze Eis ist auf dem Boden. Schmeckt gut. Danke, Martin. Thank you. Mama, Martin, deine Ohren sind schwarz. Und deine sind blau geworden. Jill, und deine Ohren sind rosa. Das ist so cool. Mädels, wollt ihr einen Trick? Da ist der Finger, kein Finger. Und jetzt ist er wieder da. Oh nein, wo ist mein Finger? Komm zurück. Wow, wir haben neues Essen in der gleichen Farbe. Ich habe süße Rollen, cool. Und ich habe einen riesigen schwarzen Cupcake. Und ich habe ein riesiges rosa Makaron. Er ist schwer, aber ich kann ihn anheben. Ja! Oh nein, ich falle. Halt dich fest. Oh, danke. Wir sollen lieber essen. Aber wie soll ich es tun? Idee. Die magische Verwandlung von Jill in Jill Karate-Meisterin. Jetzt zeige ich meine Kampfkunstfähigkeiten. Kia! Fertig. Danke, Freunde. Und nun kann ich dieses schöne rosa Makaron probieren. Sehr lecker. Jill, ich wusste gar nicht, dass du so eine Naschkatze bist. Ich muss diese ganze Kraft irgendwie aufrechterhalten. Das war mein Superschlag. Und das Makaron hat sich in 4 Teile geteilt. Und ich esse weiter, denn ich kann nicht aufhören. Gut, ich bin satt und zufrieden. Ich kann mich zurück in Jill verwandeln. Martin, jetzt bist du dran. Ja, ich kriege jetzt schon Hunger. Ich fange mit der Creme an. Wie schmeckt es? Super, sehr lecker. Die Mädels haben was vor. Und was wird nach 3 passieren? Oh, Martin, du Arme. Ist dein Gesicht schon schwarz gefärbt oder ist das nur Creme? Das ist überhaupt nicht lustig. Ich bin jetzt ganz schmutzig und der Cupcake ist ruiniert. Die Creme drauf ist aber immer noch sehr lecker. Ich werde sie nicht mit euch teilen. Okay. Wie soll man die Stäbchen halten? No. Oh. Ach, das ist so schwer. Vielleicht so? No. Nein? Oh. Etwa so. Egal. Ich versuche es auf meine Art. Noch ein bisschen. Oh nein, gefallen. Oh, ich kann es ohne Stäbchen machen. Es ist am besten, mit den Händen zu essen. Oh ja, es schmeckt wunderbar. Sehr lecker. Martin, du hast hier die Creme. Oh, danke. Oh mein Gott. Hallo? Wer gefallen euch meine neuen Augen? Sehr lustig. Das letzte Auge ist noch übrig. Ich esse es Stück für Stück. Zuerst Weingummi und dann das Auge. Wow, mein Körper ist blau geworden. Meine ist schwarz und Jill ist rosa geworden. Das ist ja cool. In dieser Runde hat Jill eine rosa Pizza, Martin hat schwarze Nudeln, Nancy hat nette Pfannkuchen. Probier sie schnell. Sie riechen wirklich gut. Und hier oben gibt es Blaubeeren, die ich so gerne mag. Sehr lecker. Wollt ihr Blaubeeren? Okay. Okay. Jill, fang. Yummy.
Martin, du hast nicht gefangen. Und jetzt fange ich eine. Sehr lecker. Ich nehme noch einen Pfannkuchen. Schaut, wie ich das kann. Lächeln für alle. Gefangen. Der letzte ist übrig. Oh, den habe ich gefangen. Ich zeige euch Augesicht. Man darf nicht Pfannkuchen werfen. Entschuldigung. Worüber lachst du denn? Ich kann wirklich anfangen, meine schwarzen Nudeln zu essen. Ich probiere sie gleich. Lecker. Ich bin so hungrig, dass ich alles auf einmal essen kann. So. Das schmeckt wirklich gut. Die leckersten Nudeln, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Wow, er hat das alles so schnell gegessen. Wie konnte er nur so viel essen? Das war sehr einfach. Ich bin fertig, also kann Jill weitermachen. Okay. Ich muss mir etwas Interessantes einfallen lassen. Oh, Idee. Ich schneide die Pizza in einem Kreis. Wie eine Schlange. So hat noch niemand Pizza gegessen. Es wird meine ganz eigene Art sein. Jetzt kann ich sie probieren. Sie ist so süß. Leute, Marshmallow-Pizza schmeckt noch besser als mit Pepperoni. Übrigens habe ich mit meiner Weise alles schneller aufgegessen. Wow, meine Arme sind rosa geworden. Wie schön. Martin, unsere Arme sind auch bunt. Leute, es gibt leckeres neues Essen für euch. Jill hat eine riesige Packung Pokésticks und Martin hat eine Flasche Cola. Nancy hat Marshmallow-Menschen bekommen. Alles sieht wirklich cool aus. Nancy fängt an. Ich habe solche noch nie probiert. Lecker und sauer. Ich lege sie auf den Tisch und werde noch mehr davon essen. Interessant, was wird denn passieren? Und der letzte. Oh, diese Süßigkeit ist erfrischend. Cool. Jill, du kannst weitermachen. Oh ja, meine süßen Pokésticks, auch mit Erdbeerengeschmack. Meine Lieblings. Ich kann nicht aufhören. Man kann nie zu viele Erdbeeren haben. Deswegen füge ich noch etwas Erdbeersirup hinzu. Oh ja, sehr lecker. Ich bin fertig. Das war wunderbar. Martin, du bist dran. Hurra! Ich werde jetzt schnell diese riesige Flasche Cola trinken. Ihr werdet es nicht einmal merken. Wow, es ist also ein flüssiges Bonbon. Cool. Sehr süß und lecker. Jill, lass uns Martin einen Streich spielen. Gute Idee. Hey, Mädels, jetzt reicht's. Ich habe genug. Hört auf. Oh, ich bin satt. Martin, du bist ganz schwarz. Und du bist ganz rosa. Nancy, du bist blau geworden. Oh, wo ist sie hin? Jill, wo sind denn alle hin? Hallo, Nancy. Und hier ist Jill. Und wir haben Martin nicht vergessen. Wie wollte er wieder zu Menschen werden? In meinem Astkoffer habe ich genau die richtige Antifarbenmedizin. Wir nehmen es und alles geht weg. Oh, etwas passiert mit mir. Wow, wir sind normal geworden. Super, Glückwunsch. Wir haben diese Challenge geschafft. Hurra!